Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hammer geil. Und wir waren gerade dabei, in der Dunkelwelt die letzten Level hier noch zu beenden. Gleich mal auf die Uhr schauen, weil ich das schon wieder vor dem auf den Knöpfchen drücken vergessen habe. Na, ist ja eine runde Zahl, ist ja schön. Und ja, fangen wir gleich mal mit dem ersten Level an. Kann ich ja währenddessen noch ein bisschen erzählen, ne? Ach du Scheiße. Ah! Da hat mein Controller kurz gesponnen. Ist auch ein bisschen älter, das Ding. Müsst ihr wissen. Ah, fuck. Anscheinend muss ich echt erst unten lang. Da ich über diese großen Räder da nicht drüber komme, so wie es aussieht. Alter. So. Gut, ey. Gleich mal durchgerasselt hier. Und was ist das hier? Ah, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Aber ich kann ja jetzt nicht hier nur die ganze Zeit oh fuck sagen. Oh fuck. Sondern muss euch auch was erzählen, ne? Oh fuck. Ja. Funktioniert super. Oh, fall doch auf die Plattform, dann ist das Ganze bestimmt leichter. Komm schon, Super Meat Boy, du bist doch auf meiner Seite. Oh fuck. So. Okay, okay. Nein, nein! Oh, ich lebe ja noch. So. Jetzt lassen wir hier mal richtig den richtigen Pro raushängen. Ganz kurz. So. Hoch. Und kein Problem. Als Level hätte der hat, konnte ich mich gerade übrigens überhaupt nicht mehr erinnern. Oh. Habe ich eigentlich noch nie gesehen. Das hier, da kann ich mich erinnern, das hier war nicht schwer. Aber ich muss mich natürlich auch erstmal hier ein bisschen einspielen, ne? Okay, da oben muss ich eine Sekunde warten, bevor ich weiterspringen kann. Oh, cool. Oh, Alter. Oh, Alter. Komm, komm, hoch. Super Meat Boy. Das war kein Great A, aber das machen wir dann vielleicht später nochmal. Okay. Das geht eigentlich recht schnell voran hier. Jetzt warten. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe das irgendwie damals immer so gemacht, als ich das erste Mal gespielt habe. Dass. Da drüben ist übrigens eine Bandage. Dass ich da gar nicht erst gewartet habe. Bin ich da erstmal da nach rechts gesprungen und dann. Nee, ist auch hammermäßig schwierig. Ah. Ah. Komm schon! Da muss ich jetzt ein bisschen schneller sein. Sehr gut. LOL! Alter. Willst du mich jetzt fahren? LOL. Komm. Alter, dass ich das jetzt gerade nicht geschafft habe. Das gibt's doch echt nicht. Komm schon. Ja, heute bin ich mal ein bisschen schlechter gelaunt. Will euch aber natürlich trotzdem euer Super Meat Boy nicht vorenthalten. Und naja. Ich rede auch ein bisschen mehr, wenn ich schlecht drauf bin. Glaub ich. Verdammte Hacke, warum war da unten noch so ein Messer? Finde ich nicht okay. Puh. Great A Plus. Die Bandage holen wir uns mal anders. Die ist hammermäßig schwierig. Besonders oh, in dem Level. Hierin erinnere ich mich auch. Da musste eigentlich nur das Timing stimmen. Ah!
war scheiß Timing. Ganz knapp. Aua. Tat weh. Ja, mir tat es weh. Nicht Super Meat Boy, sondern mir. Aber wenn ihr sehen würdet, was ich hier alles mit meinem Controller anstelle, während ich hier hin und her springe. Also es... Naja. So schnell wie ich hier die Tasten drücke, kann ihr, könnt ihr gar nicht schauen. Um nicht angeben zu wollen. Ich brauche irgendwie immer ein bisschen länger, um meine Sätze zu vollenden, auch wenn ich sie eh schon durchdacht habe. Merkwürdig. Aber das ist dann wohl beim Let's Play so, ne? Hoch. Oh, da war jetzt schon wieder so in der in dem Rasierblatt-Tempo. Das Wort habe ich jetzt gerade selbst erfunden. Ach, scheiße. Ich sollte auch mal auf die Uhr schauen. Aber egal, mach ich später. Na, oh Mann, ich dachte jetzt nicht, dass ich auf dem Vorsprung stehen geblieben bin. Jetzt habe ich auch jede Klinge hier mit Blut befleckt. Ich bin schon richtig gut in dem Spiel. Da oben habe ich noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Oh. Blöd, blöd. Aber das hier kann ich ja schon im Schlaf. Oh, dass die Klinge da nicht schneller weggeht. Oh, Leute. So zu viel zu im Schlaf können. Eigentlich finde ich Super Meat Boy gar nicht mal so schwer, da man eigentlich immer dieselbe Tastenfolge machen muss. Zum richtigen Moment. Als ob man irgendwie ein Musikstück einstudiert oder so. Wenn ich auch nur eine Taste falsch mache, dann bin ich aus dem Flow raus sozusagen und sterbe. Wenn nicht, komme ich locker durch. So wie jetzt gerade. Ah, das war auch nicht gut. Am schlimmsten finde ich dann die Levels, die nicht in diesem Flow arbeiten. Dass man nicht sofort, wenn man spawnt, loslaufen kann, weil man sonst drauf geht. Sowas kann ich nicht. Davon gibt es auch mehrere Levels im Spiel. Wahrscheinlich, weil sie einen aus der Reserve locken wollte. Die Entwickler. Oh, da wollte ich jetzt ein bisschen später abspringen, aber... Da muss ich mich jetzt kurz kratzen. Ach komm schon. Ich will jetzt hier nicht. So. Verdammte Scheiße. Lol. Mein einziges Problem ist, dass da die Decke zu nah ist. Da im Sprung zu dem dritten Sägeblatt hin. Da komme ich immer gegen die Decke und ja, komme ich nicht mehr durch. Bevor das Sägeblatt da durchfliegt. Oh, wie ich immer genau da reinspringe, ey. Oh, jetzt mache ich in dem Part wieder hier nur dasselbe Level. Oh, komm schon, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Da bin ich kurz zu weit gesprungen. Entweder stehe ich zu nah an der Wand dran oder fliege gegen die Decke. Ist doch scheiße, ganz im Ach, komm schon. Ist doch nicht euer Ernst.
Solche Situationen wird es in diesem Spiel noch öfter geben. Verdammte Scheiße. Oh Mann, ey. Warum habe ich mich nur darauf eingelassen? Warum mache ich überhaupt diese Sätze? Ich bin schon wieder zu weit gesprungen, ey. Und ich hatte fast die Augen zu. Habe ich wieder grandios gemeistert, wie immer. Ja, cool, ne? Ach, komm schon. Gibt's doch... LOL! Bin ich da jetzt gerade echt gegen die Decke geflogen? Ist mir echt nie passiert. Da bin ich zu früh gesprungen. Boah, ich bin so kurz davor, einfach dieses Level abzubrechen. Aber dann wäre es das erste Level, das ich abbreche. Und das wäre scheiße. Also, dass ich ohne Erfolg abbreche. Die letzten habe ich ja alle geschafft, wenn auch nicht unbedingt auf Grade A. Nein! Boah, ey. Ja, komm! Hier nicht rumspacken für Meat Boy. Komm! Sehr gut. Das ist jetzt kein Problem. Nein! Komm schon, ey. Okay, jetzt probieren wir eine andere Taktik. Andere Taktik. Andere Strategie. Aber dafür muss ich erstmal wieder da oben hinkommen. Oh, hat funktioniert. LOL. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass da eine Bandage hinter Bandage Girl ist, die ich ganz gern holen würde, bevor ich Bandage Girl berühre. Weil ich sonst dieses scheiß Level nochmal machen muss, ey. Ich bin schon hier gegen diese scheiß Decke gekommen, ey. Da ist er jetzt nicht lang genug an der Decke kleben geblieben, an der Wand kleben geblieben. Oh, ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll. Ich sterb nur, ey. Ist doch scheiße. Na, die Musik ist geil. Oh, dass die Sägeblätter auch gleichzeitig kommen müssen, ey. Ist doch scheiße. Boah, da war ich gerade total erstaunt, dass ich überlebt habe. Okay. Boah, ey, schwerer könnt das auch nicht mehr machen, oder? Ich will euch ja auch eigentlich gar nicht die ganze Zeit dieses scheiß Level zeigen, aber ich will das jetzt eigentlich schaffen. Ach, die Scheiße. Okay, einmal geht noch. Einmal geht noch. Komm, komm, komm. Mach ich das? Komm. Ah, sieht doch gut. Oh, okay, einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Oh, komm schon, einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Oh, das war jetzt kein richtiger Versuch. Ich bin ja gleich am Anfang gestorben, ey. Es geht nicht. Oh fuck.
Oh, okay, okay. Jetzt last try hier. Nein, es hat auch nicht gegeben. Jetzt hier, last try. Last try. So. Oh, da bin ich so früher. Last try. Jetzt aber echt mal last try. Okay, so. Ja, komm. Das ist der beste Super Meat Boy. Stopp. Oh, Gott. Kein Bock mehr, ganz im Ernst. So, jetzt habe ich fast den ganzen Part in diesem scheiß Level verbracht. Und jetzt das nächste. So. Das ist auch einfacher. Daran erinnere ich mich. Wenn auch nicht wirklich einfach, aber einfacher. Ach komm schon! Fast geschafft. Wie langsam bin ich eigentlich? Ich bin heute irgendwie voll scheiße. Mann, boah. Ist doch scheiße, ey. Komm. Nein! Boah! Ey, es gibt's doch echt nicht. Aber ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt gerade den Arsch ab, weil ich mich so aufregt. Oh Gott! Funktioniert denn das jetzt gerade nicht? War doch die letzten Parts so geil. Komm schon, dass es da echt um Millisekunden geht, ey. Das gibt's doch echt nicht. Komm. Ja. Boy! Nicht stehen bleiben, Super Meat Boy. So, mit ey. Das nächste Level schauen wir uns noch an, aber Alter, ich weiß nicht. Alter. Mann, ey. Oh, da kommt auch noch was runter. Ja, kein Problem. Da links, da rechts oben ist auch noch eine Bandage. Mach ich doch. No problem. So hoch. Genau, die an die Bandage wusste ich nicht, wie ich rankomme. Da war ich irgendwie zu blöd für. Da kann ich mich noch erinnern. Nein, was machst du denn so, Boy? Oh, jetzt beende ich gleich den Part hier im Level. Sag ich euch. Und ihr wollt echt, dass ich das bis zum Ende durchspiele? Alter. Ist ja fast schlimmer als Arcania, ey. Oh Gott. Komm. Nein. Oh, komm, ey. Warten, warten. So. Boah. Scheiß Sägeblatt von unten nochmal kommen musste. Schlimmer geht's echt nicht. Ich glaube, das Level habe ich sogar, als ich selbst gespielt habe, ausgelassen. Da darf man dann auch nicht zu lang brauchen, weil sonst dieses scheiß Sägeblatt von unten kommt. Ist doch scheiße, ganz im Ernst.
Ah. 17 Uhr. Und jetzt beende ich den Part mal wieder. Mit diesem glücklichen Dr. Fietes, der uns gerade beschimpft, belauert, wie auch immer. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr wieder einschaltet zu... Ich glaube, ab jetzt werde ich es nennen Let's Fail oder sowas. Oder jetzt... Ja, keine Ahnung, lasst euch überraschen. Ich bin gerade total einfallsreich. Das Spiel hat mich gerade so ein bisschen runtergezogen, naja, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich werde das Let's Play auf keinen Fall abbrechen, nur weil es scheiße ist. Weil ich scheiße bin, meine ich. Nicht, weil das Spiel scheiße ist, das Spiel ist geil. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder verkacke in einem neuen Part. Let's Play Super Meat Boy. Bis dann!